Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Asam Beauty Wundertüte. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem schweren Oschi verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die kann man immer mal wieder im Asam Beauty Online Shop bestellen. Ich packe dir mal einen Link zu dem Shop an sich unten in die Infobox, denn diese Tüten sind immer super schnell ausverkauft. Ich habe das auch auf Instagram geteilt, damit auch jeder das irgendwie mitbekommen kann. Ich heiße da Aiduaik P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Folgt mir gerne, da packe ich solche Aktionen rein, denn ihr schickt mir solche Aktionen auch immer wieder liebevollerweise zu und ich teile das dann auch immer, damit alle auch irgendwie darüber Bescheid wissen und ja, so geht es halt am schnellsten. Ne? Da mal eben so ein Video drüber zu drehen, puh, das kriege ich nicht mal eben so schnell hin, nicht mit meinem ganzen Tagesablauf vereinbart und so weiter, das geht leider nicht. Auf Instagram geht das Ganze nun mal ein bisschen schneller, deswegen mache ich das dort. Genau, und ja. Da habe ich mir dann auch für 34,75 diese Wundertüte bestellt. Ich habe das schon mal gemacht, verlinke ich dich hier oben mal im i. Und da hat die mir auch wirklich gut gefallen. Asam Beauty hat halt wirklich so riesige Produkte, die du Ewigkeiten benutzen kannst, bis sie aufgebraucht sind. Aber sie haben auch ein fantastisches Wimpernserum von Four Long Lashes oder so, was ich auch aktuell verwende. Richtig, richtig gut. Gefällt mir auch. Kann ich dir auch einen Link dazu in die Infobox setzen. Muss ich mal gucken, ob ich das von Asam Beauty nehme oder von Amazon. Muss ich mal gucken, weil bei den Amazon Affiliate Links verdiene ich noch ein bisschen dran, um ehrlich zu sein. Genau, wenn der Preis halt ähnlich ist oder gleich ist, dann setze ich den von Amazon rein. Ja, okay. Gut, wir gucken jetzt einfach mal in die Wundertüte rein. Und ja, die ist halt immer relativ lieblos gestaltet, würde ich mal so sagen. Es ist einfach eine ganz normale Papiertüte. Letztes Mal, als ich die aufgemacht habe, war das eine weiße Tüte und jetzt haben wir halt einfach so eine nicht weiße Tüte. Ich mache den Klebi mal ab, weil die Tüte kann man ja weiterverwenden. Sei es als Biomüll, Aufbewahrungsgedöns oder als Tragetasche an sich. Ne? Und jetzt greife ich einfach mal blind rein, oh Gott, und ziehe die Produkte nach und nach raus. Hier habe ich ein Viech, ey. Geilomat, das ist schön. M. Asam Magical Moments Körpercreme. 500 ml. Ich sag's ja, ne? Das sind richtig große Dinge. Und das ist eine reichhaltige, intensiv pflegende Körpercreme mit kaltgepresstem Traubenkernöl, Vitamin E, Mandelöl, Kakao und Chiabutter. Die sahnige Creme pflegt die Haut, hilft ihr Feuchtigkeit zu speichern und hinterlässt ein samtig weiches Hautgefühl. Oh, ich muss mal eben riechen. Hier riecht zwar alles nach einem Parfum, was ich eben beim Pinkbox Unboxing gesprüht habe und die Duftkerze von Partylight. Ja, Werbung, Werbung, Werbung. Versprüht auch noch ihren Duft, aber jetzt möchte ich hier versuchen, das zu riechen. Man riecht nichts. Leider riecht man echt nichts durch, ne? Aber ich will sie nicht aufmachen, weil, ne, wenn du so viele Sachen immer aufmachst, dann kippen die halt auch irgendwann, gerade Körperpflege. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ne? Und ich finde so eine Wundertüte, die hat auch, glaube ich, irgendwie einen Wert von über 100 Euro. Total spektakulär. Also nicht jeder hat das Gleiche in dieser Wundertüte drin. Das sind dann halt immer so, ne, wie Asam das halt so zusammenpackt, wenn die das so packen. Und genau, deswegen, ja, finde ich das cool, dass ich schon mal so ein Bottich, ich packe das hier hin, mit Körpercreme da drin habe. Denn das kann ich im Winter sehr gut gebrauchen. Ich bin ja so ein Creme-Junkie, ne? Jeden Abend creme ich meinen Körper ein, komplett. Und jeden Abend. Ich mache sehr, sehr viel davon leer. Also aufgebraucht Video seht ihr hier oben. Ich brauche immer recht viel Körperprodukte auch. Okay. Was ist das? Das ist eine Tube. Oh ja. Ahuhu, Organic Hair Care, Shea, Kakao, geil, Intensive Care, intensive Pflege mit verwöhnter Shea und Kakaobutter und Kakaoextrakt, 200 ml. Das finde ich cool. Irgendwas riecht hier auch ganz, ganz extrem nach Kakao. Das ist dieses Produkt. Als ich die Tüte so eben in der Hand hatte und das Thumbnail gemacht habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, das riecht, als wäre hier irgendwie eine Weihnachtskerze drin. Aber das hier riecht so. Das riecht nicht nur nach Kakao, das riecht auch so ein bisschen nach einer Duftkerze von so einem Winterduft. Fast, also sehr, sehr intensiv. Ich mag ja nicht so gerne nach Essen zu riechen, aber das riecht nicht nach Essen. Ein bisschen nach Lebkuchen, aber es riecht angenehm tatsächlich. Das ist auch noch komplett verschlossen und da bin ich auch gespannt drauf. Ich mag ja Haarprodukte auch gerne. Die reichhaltige Spezialkur. Ach, das ist eine Kur. Ich dachte, das wäre ein Shampoo. Ja, guck.
Ist für alle Haartypen mit besonderem Anspruch an Feuchtigkeit und Glanz geeignet. Das lässt du nur 5 bis 10 Minuten drauf. Das finde ich auch gut. Da kann man sich in der Zeit einfach unter der Dusche die Achseln, die Beine und was auch immer rasieren. Nee, das finde ich gut. 200 ml von Haarkur und Ahuhu ist auch, glaube ich, also da habe ich auch schon ein paar Shampoos von getestet. Das ist eine ganz, ganz angenehme, pflegende Marke tatsächlich. Und jetzt gucken wir mal weiter rein, was hier so drin ist. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja geil. Von Youth Lift. Express Lifting Gel 3DFL, wahrscheinlich ist 3D-Formula. Express Lifting Gel, optisch weniger verhalten in 2 Minuten. 3-Dimensional Face Lifting Technology. Ich glaube, dass das hier quasi so ein Dupe ist zu Vitais oder Vitais. Weiß ich nicht. Habe ich ja auch schon mal getestet. Ist sehr, sehr hochpreisig und das hier ist schon damit vergleichbar, ne? Also das ist günstiger, deutlich günstiger. Ja, mit 3 Tuben drin, das ist echt krass. Falten, Poren, Tränensäcke und Glanz werden optisch reduziert. Nach der Tagespflege eine sehr kleine Menge steht hier. Entnehmen, Mimik entspannen, auf die gewünschte Gesichtspartien sanft auftupfen, 2 Minuten trocknen lassen. Ja, das ist genau so muss man das machen. Und ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Kann ich theoretisch dann rausnehmen und dann in 3 Adventskalender packen, ne? Vielleicht für meine Mama, meine Stiefmama und meine Schwiegermama in Spee oder so. Gar nicht so verkehrt. Könnte sein, dass sie sich da echt drüber freuen, ne? Cool. Doch. Und ich glaube, das war auch an, also, oder war das in dem Asam Adventskalender drin? Kann ich die hier oben mal verlinken? Habe ich ausgepackt. Weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Reihe. Hier ist noch so ein Bottich. Ei. Da haben wir drin. Crema Pistachio, Bath and Body, ein Peeling, ja cool, 600 Gramm, ey, das ist echt ein Bottich, ne? Wir haben so eine Duschablage, die ist so über Eck und da habe ich eine Etage und die andere Etage gehört meinem Freund und meinem Hund zusammen tatsächlich. Naja, mein Hund hat ein Shampoo da stehen, eins, ne? Mein Freund hat da aber auch nicht so viel stehen und ich kann immer nur einen so einen großen Bottich und dann ganz viele kleine Sachen da hinstellen. Folgt mir da auch gerne auf Instagram da, ne? Teile ich sowas gerne in meiner Story, wie das bei mir so aussieht. Und ja, das heißt, wenn ich das hier dann verwenden würde, und du brauchst ja auch eine ganze Weile, bis du es aufgebraucht hast, kann ich ansonsten nur ganz viele kleine Tuben dahinstellen. Naja, aber Bodypeeling finde ich auch klasse, verwende ich 2-mal die Woche, dienstags und freitags. Heute, wo ich drehe, ist dienstags, das heißt, gleich werde ich auch meinen Körper peelen, aber mit einem anderen Produkt, was drunter steht. Und das hier könnte vielleicht der Nachfolger werden. Riecht auch nichts durch. Ich würde das so gern aufmachen, Leute, ne? Und euch das so gern zeigen, aber das mache ich dann, ne, wenn ich das halt verwende, weil wäre ja echt schade drum, weil das sind so hoch, ja nicht, sind gar nicht so teuer, die Produkte, aber es sind doch hochwertige Produkte und wenn ich die jetzt aufmache und mir das kippt, dann ärgere ich mich und das ist auch nicht schön. Ne, genau, deswegen. Und Pistazien mag ich auch gerne. Pistazieneis ist da abgebildet, guckt euch das mal an. Mega, das finde ich ansprechend, ne. Ja, im Asam hat es einfach drauf, komm. Müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber was für große Dinge hier drin sind, ne? Das finde ich umwerfend. So, jetzt habe ich eben schon den Faden von diesem... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich habe es euch eben gesagt, ne? Ich habe eben von diesem Wimpernserum gesprochen, Leute, was ich aktuell verwende. Und jetzt, an dieser Stelle muss ich sagen, hier werden sich ein paar Leute drüber freuen. Denn so ein Wimpernserum, ne? Das hält bei mir ein halbes Jahr. Und da wäre ich jetzt für die nächsten 1,5 Jahre ausgerüstet. Genau das ist das Wimpernserum, was ich meinte. Das verwende ich aktuell und das gefällt mir auch ganz gut. Forever Young heißt das. Glow to go. Nee, Quatsch. Oder doch? Hä, ist das jetzt? Nee, das ist ein Highlighter. Ach Gottchen. Ich dachte, das wäre das... Nee, das ist 3-mal der Glow to go Highlighter? Echt jetzt? Oh... Och Menno, ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie... Egal. So kann ich einen behalten und dann 2 anderen damit eine Freude in einem Adventskalender machen. Ups, halt noch. Dann ist es so ein Flüssig-Highlighter. Ja, schade. Ich dachte, es ist genauso eingepackt, Leute. Mann. Na, vielleicht hier die Tüte, da ist ja noch was drin. Vielleicht ist da ja noch das Wimpernserum mit bei. Man weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall. Ist das der Highlighter? Übrigens auch immer die gleiche Farbe. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen krass, ne? Wenn du hier jetzt, ich meine, wie lange brauchst du, um so einen Flüssig-Highlighter aufzubrauchen? Und da hast du jetzt echt 3-mal das gleiche. Artikelnummer ist überall dieselbe. Ja, das ist tatsächlich überall die gleiche Farbe. Ja gut, haben sie sicher ganz viel beigedacht, Leute. Hm? Okay, so. Hier habe ich jetzt ein bisschen was auf meinem Handrücken. Das ist einfach jetzt erstmal so eine weiße Creme. Habe ich ein bisschen viel genommen.
Glow to go. Okay, ja, schön. Das ist wirklich schön, komm. Jetzt mache ich hier mal meine ganze Hand gehighlightet, weil ich ein bisschen viel genommen habe. Aber halt super soft, ne? Also das kann ich mir wirklich morgens vielleicht mal so auftragen und das dann zur Arbeit tragen. Aber jetzt so vor der Kamera sieht man es ja quasi gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass viele das feiern, dass es halt so dezent ist. Für mich ist es jetzt hier, ne, YouTube-mäßig ein bisschen schwierig. Auf der Seite habe ich jetzt den Highlighter aufgetragen. Und da sieht man jetzt so, falls man einen Unterschied sehen sollte, sieht man den Unterschied. Also ich sehe jetzt nicht so viel, ne? Man kann es fast schon, wenn man es mag, ne? Doch jetzt, wenn ich die Hand so halte, ihr seht das nicht, ne? So ganz minimal sieht man so einen Schein. Wenn ich Bock drauf habe, dass mein Gesicht halt super glowy aussieht, kann ich mir vorstellen, dass ich mir das so über meinen Primer unter die Foundation gebe. Oder ich mische mir das in die Foundation rein, wenn ich gerne so ein bisschen Glow habe. Ja, komm, hier auf dem Finger sieht man es jetzt auch ein bisschen intensiver, ne? Da, auf dem Mittelfinger, mit dem habe ich das nämlich verteilt. Riecht nach nichts? Nö. Muss ich mal wirklich in einem Schminki integrieren. Ich habe mir auch ein paar Produkte von M. Asam bestellt. Als ich diese Bestellung aufgegeben habe, habe ich auch noch so ein paar Sachen aus dem Online-Shop bestellt. Das kommt demnächst in einem Haul und vielleicht binde ich das dann auch mit ein in so einen Try-on-Make-up-Haul oder sowas. Ich finde es ein bisschen schade, dass man halt 3 Stück davon gekriegt hat, ne? Weil 2 sind dann ja einfach 2 zu viel. Naja, aber für mich persönlich ist es ganz gut, weil ich das weitergeben kann. Diese Täschchen finde ich jetzt gerade auch sehr, sehr praktisch, weil ich die auch weiterverwenden kann. Naja, jetzt gucken wir mal rein, was hier noch drin ist. Ein Produkt habe ich hier noch drin. Und zwar ist das die Tinted Action Cream 50ml von Youth Lift. Okay, was soll die denn machen? Ist das jetzt so eine Art Foundation oder getönte Tagescreme? Die getönte Tagespflege für einen strahlend ebenmäßigen Teint in nur wenigen Sekunden. Zarte Pigmente kaschieren Rötungen, Pigmentflecken und kleine Unreinheiten im Hautbild. Die Haut erscheint erfrischt und erholt. Dank eines einzigartigen Peptidkomplexes unterstützt die feuchtigkeitsspendende Textur dabei, feine Linien und Fältchen zu glätten und die Elastizität der Haut zu verbessern. Jo. Mit sanften Streichbewegungen auf das Gesicht auftragen, tagsüber oder je nach Bedarf anwendbar. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir da mal rein. Eigentlich ist es cool, weil du hier mehr oder weniger, ja doch, 2 dekorative Kosmetikprodukte mit drin hast. Aber 3-mal der Highlighter, das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt echt ein bisschen, weil mir hatten welche geschrieben, dass die das Wimpernserum auch drin hatten. Deswegen hatte ich mich erst so gefreut, weil ich dachte, ich hätte das auch. Aber daran merkt man, man hat hier halt echt unterschiedliche Inhalte drin, ne? Vielleicht hatten die auch 3-mal den Highlighter und haben es nicht gesehen, ne? Weil die Verpackung sieht schon sehr, sehr gleich aus. Gut. So. Aber ist natürlich auch so eine schöne Geschichte. 50ml ist schon ordentlich, ne? Ja. Ja, ja, sieht sehr, sehr schön aus. Pumpspender, da schreie ich ganz laut, hier bin ich, ne? Ich gebe das jetzt mal nicht auf meine Hand mit dem Highlighter. Ja, jetzt, wenn es so im Licht ist, dann sehe ich auch tatsächlich diesen Glow davon, was echt gut aussieht. Wo man nur aufpassen muss, weil der wahrscheinlich auch das ein oder andere betonen könnte, was auf dem Gesicht ist, was man nicht betont haben will. Deswegen Full Face, wirklich nur für die Leute, die ganz ebenmäßige Haut haben. Da gehöre ich echt nicht zu. Ach, du ahnst es nicht. Okay, hier kommt was ganz Dunkles rausgeschossen. Das kommt dir nicht in so einem Pumpen. Du schießt das richtig auf deine Haut. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht sehr dunkel aus. Aber das ist ja zum Beispiel die Magic Touch Cream von M. Asam auch. Und gerade wenn du so getönte Tagescreme hast, steht hier irgendwas mit hell, dunkel, schlag mich tot mit bei? Nee, ne? Einfach nur Tinted Action Cream. Schwierig. Schwierig, schwierig, Leute. Hier ist ein bisschen viel, glaube ich, weil ich einfach Spaß am Rumsprühen hatte. Okay, verbindet sich aber tatsächlich mit der Haut. Oh, jetzt. Geh die Party ab. Da habe ich ein bisschen viel genommen. Ne? Ich verblende das noch ein bisschen auf meine Hand, auf meinen Arm, auf meinen Körper, auf mein Leben. Ja, gut. Das tintet dich wirklich ein. Riecht angenehm wie eine Creme halt, ne? Wird aber relativ trocken. Da muss man aufpassen. Also wenn man das nur mit den Händen verteilen sollte, dann macht ihr auf jeden Fall aber bitte eine Creme drunter, ne? Weil so sieht es sonst sehr, sehr fleckig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hier jetzt nebenan einmal die Highlighter-Seite. Hier sieht man, ich habe mich runtergeblendet.
Aber ich bin auch wirklich eine richtig krasse Blassnase. Ich denke, für den Mainstream ist es auf jeden Fall eine passende Farbe. Und das ist jetzt auch wirklich super leicht, ne? Sehr, sehr leicht. Ich gebe das auch mal auf die andere Seite. Dieses Mal habe ich aber dazu gelernt. Guck, so schießt er das. Puck. Genau, zwei Pucks helfen hier scheinbar. Und wenn ich da drunter halt dieses Glow-Kram drunter habe, das könnte ja vielleicht eine ganz gute Verbindung geben. Finde ich ja ganz nice. Und gut, wenn du dir dann auch noch dieses Glow-Kram, auch bekannt als Highlighter, da reinmischen würdest, kann ich mir vorstellen, dass das sowieso dann noch ein bisschen abgeschwächter kommt, ne? Oder wenn du beides einfach in deine Tagescreme reinmischt. Misch dir einfach alles in die Tagescreme, wo du dir unsicher bist, wie du es sonst verwenden sollst, Claudi. Genau. So schaut es dann in Kombination mit dem Highlight-Produkt aus. Ich finde, dass es besser verblendet aussieht, ne? Weil man dadurch quasi eine Basis, eine Grundlage schon mal auf der Haut drauf hatte. Ansonsten wirkt es doch recht, ja, schwierig, ne? Recht fleckig. Da muss ich aufpassen, wenn ich das verwende. Aber ich kann mir vorstellen, dass es was werden könnte mit uns Hübschen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das hat jetzt irgendwie meine Handfältchen weggemacht oder irgendwelche Unebenheiten kaschiert. Das, was es gemacht hat, ist auf jeden Fall den Ton anzugleichen. Also ich habe ja immer, meine Hände sehen immer aus wie schlimm, wirklich, ne? Ich habe hier eine Wunde, meine Finger sind meistens auch total kaputt und irgendwie gefühlt, keine Ahnung, meine Hände sind ganz furchtbar, ich habe überall Narben und so. Weil ich halt auch viel mit meinen Händen mache. Es fühlt sich ganz schön an und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt zum Beispiel mein Gesicht abpudern zu müssen oder so. Deswegen wäre das auf jeden Fall was für den Alltag. Genau, aber da muss man halt wirklich das vielleicht vorab mal so ein bisschen testen, ob einem das auch wirklich gefällt, ob man das auch ordentlich verblendet bekommt, weil ansonsten hast du halt so Ränder. Und wenn ich das halt im Gesicht habe, ist es halt schon kritisch, ne? Muss ich aufpassen. Genau. Es sind schon coole Produkte hier drin enthalten in dieser Tüte. Ne? Es ist halt immer wieder ein Glücksspiel. Deswegen nennt sich das ja auch Outlet-Wundertüte, glaube ich. Und deswegen finde ich es spektakulär, dass wir halt so eine Auswahl jetzt bekommen haben, beziehungsweise ich. Schreib mir gerne unten in die Kommentare rein, was du in deiner Wundertüte hattest, falls du sie bestellt hast. Da kann man ja mal so ein bisschen gucken. Und vielleicht hattest du ja auch dieses Produkt drin und hast dir gedacht, hä, das sieht aus wie das Wimpernserum. Habe ich das Wimpernserum jetzt dreimal bekommen? Vielleicht hast du ja auch dreimal den Highlighter bekommen. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr was? Ich mache noch eine Verlosung, oder? Ja, komm. Einmal so ein Highlighter, den kann ich doch hier verlosen im Video, ne? Ein Highlighter wird verloset. Den kann ich dann einfach nämlich in so einen Briefumschlag packen und dann zu euch schicken. Ich glaube, das ist eine ganz coole Nummer. Habt ihr dann ja auch schon oben im Titel gelesen, dass es eine Verlosung gibt. Und jetzt, in diesem Moment, habe ich mich entschieden, dass es eine gibt. Genau. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!